Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic the Gathering Arena. Ja, wir schauen jetzt einfach mal. Ich muss ja hier noch vier Siege rausholen. Blaue oder schwarze Sprüche. Click to swap. Schauen wir mal, was für Decks haben wir denn eigentlich? Blau-Schwarz? Habe ich schon ein Blau-Schwarzes gespielt? Ach, Walk the Plank. Ja, das ist doch perfekt. Dann nehmen wir doch mal Walk the Plank. Und dann spielen wir dieses Deck hier. Also Walk the Plank. Wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich mal anfangen. Tatsächlich, Tactical Assault will ich nicht haben. Ich will Walk the Plank dann haben. Walk the Plank. Wird nicht mehr lange dauern. Und dann werde ich mir mal ein eigenes Deck zusammenstellen. Wahrscheinlich, wenn bei uns hier der Siege vorbei ist. Der Rumble vorbei ist, sorry, nicht Siege. Der Rumble. Weil das kostet jetzt wieder Zeit ohne Ende, das Ding. Gucken wir mal. Und ich möchte mir ein bisschen Zeit nehmen, ein ordentliches Deck zusammenzustellen. So. Wie sieht's denn aus? Swamp, Swamp. Tapped. Flying. Ist gut. Auch gut. Auch gut. Behalten. Oh, er hat ein grünes Deck. Alles klar. In der Situation jetzt hier muss ich tatsächlich mal das machen, weil dann kann ich mich gleich schon hier mit denen rauskommen. Mal schauen. Kann ich mich auch gleich anfangen, angreifen. Dann nehmen wir die nächste Karte mit rein. Das ist dann der hier. All Attack. Da ich jetzt sowieso nichts anderes mache, als einfach nur hier die eine Karte zu spielen und ihm dann eine abzuziehen. Was hat er denn? Ein Merfolk. Dann hat er noch Forests. Ein Jadebearer. Ah, das ist wieder so ein Scheißdeck. Okay, Endsearch. Ja, haben wir leider nichts, was ich mir rausnehmen kann. Der hat Flying. All Attack. Kann er ja nichts dagegen machen. Jetzt greift er wieder an. Ich hätte ihn auch Flying. Das Problem ist, ich kann den jetzt nicht blocken. Jetzt würde ich ja meine Karte verlieren. Will ich eigentlich nicht. Mache ich jetzt auch nicht wirklich. So, ja. Das wären dann vier. Destroy Target. Ja, das machen wir mal. Den machen wir dann mal weg hier. Weil den mag ich nicht. Nehmen wir mal raus, hier auszubrennen. So, dann ist er mal weg da. Und dafür greife ich jetzt an. Flying. 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 Das ist dreimal Flying. All Attack. Drei Attacker. So. Jetzt kommt er eben mit dem ganzen Scheißdreck da raus. Es war mir schon klar, dass das passiert. Dann kommt er mit dem nächsten raus. Jetzt hat er da schon, ja.
Nee, den blocke ich jetzt nicht. Nein. Den blocke ich jetzt nicht, den lösche ich jetzt einfach mal durch. Wir schauen dann. So. Jetzt wird es langsam interessant. Den nehme ich jetzt nochmal so mit rein. Da gucken wir jetzt nochmal, was passiert. Jetzt hätten wir nochmal eine Karte mit rein. Gucken wir mal, hat er noch irgendwas? Er hat jetzt nur noch Länder. Okay. Bedeutet tatsächlich, ich kann es einfach mal mit dem. Drei Attackers. So, und dann schauen wir mal, wie lange das ganze Spielchen jetzt noch geht. In der nächsten Runde habe ich hier Flying und Trample. Er hat ja jetzt sonst nichts gezogen. Na, er kommt jetzt nochmal mit einer Kreatur und Merfolk. Okay, er greift jetzt mit den beiden da an. Mhm. Ist in Ordnung. Ich komme jetzt aber gleich mit meinem Flying Trample. Und dann wird die Luft dünn für dich, mein Freund. Warum konnte ich die jetzt eigentlich nicht blocken? Nehmen wir erstmal den mit rein. Jetzt können wir was anderes machen. So, jetzt erstmal überlegen. Den da. Draw a card. Machen wir doch mal. Spielen wir doch erstmal den da aus. Flying. Wir nehmen jetzt mal drei Attackers mit rein. Und in der nächsten Runde kommen wir mit dem da raus. Dann bin ich gespannt, was passieren wird. Das kann jetzt sehr schmerzhaft werden. Jetzt muss ich mir echt überlegen, was ich mache. Warum kann ich die nicht blocken? Was habe ich hier? Irgendwie habe ich irgendwas verpasst. Wieso bin ich nicht in der Lage, die zu blocken? Also irgendwas habe ich hier nicht mitbekommen. Ich habe nirgendwo einen Effekt gesehen, dass ich... verstehe ich nicht. Muss ich mir in der Wiederholung nochmal angucken. Ich habe es echt jetzt nicht nachvollziehen können, warum ich diese Karten nicht blocken konnte. Ob da irgendwo was gewesen ist. Man merkt, ich bin noch in der Lernphase. Oh, jetzt habe ich natürlich. Ist egal, wir fangen jetzt damit an. Ich möchte jetzt gar nicht großartig hier. Ja. Jetzt kann ich auch mit dem Submerged Land anfangen. Rot-Grün, okay. Was hat er hier? Ah, okay. So, was hat er? Ein Enchantment? Target Creature.
Ja, es war dumm. Warum hat er das nicht? Oh mein Gott, ich habe so blöd gespielt jetzt gerade. Er kann jetzt einfach zerstören. Was habe ich denn gemacht, ey? Verklickt. Ja, Junge, was ist denn los mit dir? Auf, komm, mach mal was jetzt hier. Wie lange willst du denn jetzt noch überlegen? Ja, mach es ja. Klar, da kriegt er die Karte nämlich wieder zurück und es war einfach nur dämlich von mir, das so zu spielen, aber gut. Ja, es wäre eigentlich egal gewesen. Hätte ich die andere gespielt, dann hätte er die da gespielt, dann hätte er die auch wieder zurückbekommen. Es wäre eigentlich egal gewesen, was ich gemacht hätte. Prinzipiell ist es eigentlich echt wurscht, was ich gemacht hätte. Muss man leider wirklich so sagen. Das hätte echt keinen Unterschied gemacht. So, Hexproof. Wine mare can't be blocked by black creatures. Okay. Was habe ich denn jetzt gemacht? Alter, was ist denn los mit mir? Kann nicht von blauen Kreaturen geblockt werden. Damit warte ich noch.
mal halt mal testen. Also. Spanne aber angreifen wird. Jetzt wird überlegt. Noch so ein Hexbuch, scheiße. Okay. Reicht das denn? Nein. Pass auf, wir machen Folgendes. Es wären 3. So, und dann brauche ich immer noch. Das sind 4 mal 5, 6, 7. Ich schmeiße erstmal das hier. Ability, dass ich mit dem angreifen kann, ohne dass was passiert. Und dann spiele ich noch den da. Hätte ich auch den Flying noch mit reinnehmen können. Was ein ultra langes Match.
kann ich ja gar nicht machen. Interessant. Das bedeutet, ich muss tatsächlich jetzt hier... So, mein Freund, jetzt hast du noch 4 Leben. Jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. Greif ruhig an. Ich freue mich auf deinen Angriff. So. Gleiche Ausgangssituation wie eben. Ja, jetzt wird die Luft für mich eigentlich eng. Normalerweise hat er jetzt gewonnen, wenn er jetzt für den anderen beiden angreifen würde. Ich tue jetzt mal so, als wäre hier irgendwas Interessantes bei mir auf der Hand. Mal schauen, was er dazu sagt. Ein bisschen Zeit gewinnen, sonst habe ich dieses Match nämlich verloren. Wie lange wollen wir dieses Match hier noch spielen? Oh, jetzt kommt er mit Trampel. Alter. Holy shit, das könnte jetzt schmerzhaft werden. Wieso hat er jetzt auf einmal 11 Leben wieder?
Ja, und jetzt habe ich verloren. Okay. Concede. So. Ich brauche immer noch 4 Spells. Also heute habe ich kein Glück mit meinem Walk the Plank irgendwie. Aber auch zwischendrin ganz schön Käse zusammengespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. War jetzt nicht sehr befriedigend, das Ganze. Ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens mal ein Match wieder gewinnen kann. Schauen wir mal. Also, was haben wir? Jetzt raff ich erst, ich sehe das jetzt. Es can't be blocked except by spirits. Alter, war ich. Okay. Reden wir nicht drüber. Das war ziemlich dämlich von mir gespielt, aber wie gesagt, ich bin ja noch in der Lernphase. Und wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ich behalte die Karten so, wie sie da jetzt sind. Gucken wir mal, er hat ein rotes Deck. Vielleicht auch eine andere Farbe noch mit hinzu. Keine Ahnung. Oh je, das ist auch wieder so einer, der jetzt stundenlang braucht, nur um die erste Karte zu spielen. Kollege, muss doch nur eine Karte spielen. Was ist denn daran so schwierig? Kann doch nicht dein Ernst sein. Meine Güte. Überlegst du dir, welche Karten du zerstören kannst? Sind noch keine da. Alter, verdammt. Also manche machen da wirklich eine Wissenschaft draus, das ist unfassbar. Ne? So, oh, er hat ein zweites Land gespielt. Sensationell. So, ich spiele jetzt das Ding hier und dann komme ich. Guck mal. Ach komm, wir spielen den gleich mal aus und gucken uns mal sein Deck an. Was hat er denn überhaupt vom Deck? Er überlegt, das bedeutet, er könnte diesen Spruch scheinbar kontern. Gucken wir uns jetzt mal sein Deck an. Was hat er denn? Was gibt's da lange zu überlegen, Kollege? Komm auf. Zeig her dein Deck, Kollege. Wie lange willst du mich jetzt warten lassen? Heiliges Blechle. Oh, er will sein Deck nicht zeigen. So, was haben wir denn? Draw a card. Draw a card. Könnte ich natürlich auch so lassen, ne? Aber er kommt ja eigentlich mit dieser Draw a Card gar nicht raus. Ich nehme ihm den Schock ab. Was würde für mich ja bedeuten. Ja, komm jetzt auf, gib mir den Schock her. Na, jetzt hat er natürlich. Ja, ist egal jetzt. Also, ich komme mit der raus. Und dann spielen wir die. Flying und Haste, alter Vater. Ach komm, Junge, bist du. Oh, Alter, es gibt so Leute, ne? Aber warum musste er die jetzt nicht? Warum? Weil er mir meine zerstört hat, oder was?
Oder kannst du in der Zwischenzeit meine Animations Rowdown Dailies machen, bis der da hier durch ist. Das ist ja unglaublich. Meine Güte, ey. Ja, komm mit deinem Dragon raus, dann kannst du ihn dir gleich wieder zerstören. My turn! Willst du noch eine Karte ziehen oder was, Kollege? Ja, Baby, tut mir unfassbar leid, ne? Aber ehrlich, es tut mir unfassbar leid, aber deine Karte ist wieder weg. So, mal gucken. Kann er mit dem kann er ja auch noch kommen. Mit dem kommt er auch und dann wird er jetzt mit dem wahrscheinlich auch angreifen und eine Runde später ist auch der wieder weg. Oder? So, damit ist die jetzt auch weg und dann kann man den noch ausspielen. Und dann greifen wir mit den beiden. So, jetzt wird das Ganze langsam interessant und dann komme ich in der nächsten Runde hier noch mit meinem Demon Lord Belsen Lock an und ich vermute, dann wird er endlich die Segel streichen. Dann sage ich Walk the Plank. Aber er versucht es immerhin. Ist ja schon mal was. Er zieht jetzt noch eine Karte. Ist er durch? Nein, er ist immer noch nicht durch mit seinem Ding da, Dings da, Bums da. Den nimmt er mir weg, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, dann kommen wir mit dem noch raus.
So, ein Leben hat er jetzt noch. Er gibt aber nicht auf, ne? Also muss man ehrlich sagen, das muss man ihm lassen. Er gibt nicht auf. Oh, was kommt er denn da jetzt? Hast du noch irgendwas, was du machen kannst? Ich bin mal gespannt. Nicht, dass ich jetzt Störlaut war und verliere dieses Match noch. Mhm. Hä? Was war das denn jetzt? Wofür hat er denn das jetzt noch gemacht? Ganz ehrlich, ja, ich bin wenigstens mal einen Rang noch nach oben gerutscht. Bronze Teil 1 jetzt. Und habe wenigstens noch ein Match gewonnen, habe meine Spells zusammengekriegt. Unglaublich. Also. Zum Schluss konnte ich mich wenigstens einigermaßen mal hier behaupten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Magic the Gathering Arena mit mir, dem Herrn gleich. Jo, macht's gut, bis dann und tschüss.